Hallo von meiner Seite. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesjährigen Foskis bzw. auch zur ersten Session. Und ich werde beginnen mit dem Vortrag Geo-Server, Status, neue Features und Erweiterungen. Wie der Name schon nahelegt, geht es hier um den Geo-Server. Ich werde starten mit einer ganz kurzen Einführung für diejenigen, die den Geo-Server vielleicht noch nicht kennen, und werde dann im Anschluss die Highlights der neuen Features und der Bugfixes in den Versionen 2.10 und 2.11 vorstellen. Das sind die aktuellen Versionen. Kurz zu mir, mein Name ist Daniel Koch. Ich bin Anwendungsentwickler bei der Bonner Geoinformatikfirma Terrestris und bin im Prinzip in allen Bereichen der Webtechnologien tätig, angefangen von Java, da insbesondere mit Spring und Hibernate, bis hin zum Client-Stack JavaScript, da insbesondere XJS, GeoXt und React. Und passionierter Geo-Server-Nutzer, mache in dem Bereich auch viele Schulungen, Fortbildungen etc. Ganz kurz zu Terrestris, also Open Source GIS aus Firma aus Bonn. Wir bieten Projektlösungen an, Support und Schulung für Open Source Komponenten, die aus unserem Haus kommen oder an denen wir mitwirken, bieten dazu Beratung und Planung an, aber eben auch Implementierungs- und Wartungsarbeiten zu WebGIS im weitesten Sinne. Okay, was ist überhaupt der Geo-Server? Gibt es jemanden im Raum, der noch nie mit dem Geo-Server gearbeitet hat? Okay, sind ein paar. Dann ist das vielleicht ganz hilfreich. Der Geo-Server ist ein Java-basierter Server für Geodaten. Er hat eine sehr breite Palette von verschiedenen Input-Formaten auf der Vektorseite und auf der Rasterseite, also Shape und so weiter und so fort, GeoTIFF. Und implementiert die Standards ODCs für WMS, WFST, WPS und weiteren. Das Schöne am Geo-Server ist, dass er sehr flexibel ist. Also er ist durch Erweiterung in seiner Funktionalität erweiterbar. Und auch die einzelnen Komponenten im Geo-Server selbst sind in einzelne Module gekapselt, sodass sich ein Geo-Server natürlich, also in der Standardinstallation bietet er schon sehr viele Funktionalitäten, aber er ist eben durch diese Modularisierung und verschiedene Erweiterungen sehr, sehr schön an gewisse oder an eigene Bedürfnisse anpassbar. Das Schöne ist auch, dass ich auch eigene Plugins bzw. eigene Module schreiben kann, sogenannte Community Modules, was das ist, da komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen und zeige Beispiele von solchen Community Modules, die man eben entsprechend auch als Entwickler selber schreiben kann und implementieren kann in den Geo-Server. Hervorragend am Geo-Server ist auch, dass er hervorragend dokumentiert ist, sowohl für die Endanwender, die also später diesen Geo-Server administrieren oder im weitesten Sinne mit dem Geo-Server arbeiten in ihrer Architektur, aber auch auf der Entwicklungsseite, das heißt, wenn ich aktiv an dem Geo-Server mitarbeiten möchte, also an der Programmierung und Erweiterung vom Geo-Server. Auf der linken Seite sieht man so die Startansicht vom Geo-Server, wenn man ihn installiert hat auf einem Server oder auf irgendeinem System. Das Schöne am Geo-Server ist, dass er fast voll konfigurierbar ist über eine GUI, die es auch im Prinzip für eine breite Nutzermasse halt sehr einfach handeln lässt. Ich habe dort die Möglichkeit, die OGC-Dienste zu verwalten auf verschiedensten Leveln, also sowohl von der Datenquelle bis zur Absicherung von den einzelnen Diensten kann ich das alles über eine sehr angenehme oder sehr intuitive Oberfläche tun. Ich habe da die Möglichkeit, auch direkt die Logfiles vom Geo-Server anzugucken und eben entsprechend auch erweiterte Features, wie zum Beispiel den Geo-Webcache, also das integrierte Caching-Modul vom Geo-Server, zu verwalten. Wenn man bei dem Geo-Server spricht, sollte man auf jeden Fall auch, also man kann nur noch lang und breit über die einzelnen Sachen sprechen, aber auf jeden Fall auch über den Release-Zyklus sprechen vom Geo-Server, denn der ist anders als möglicherweise bei anderen Komponenten in ihrem Stack, das sie benutzen. Es ist nämlich ein zeitlich gesteuerter Release-Zyklus. Das heißt, es ist nicht so, dass nach bestimmten Features einfach ein neues Release gemacht wird, sondern unabhängig von den Features oder Feature-Implementation wird zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten oder Intervallen viel eher wird ein Release vom Geo-Server veröffentlicht. Es gibt im Grunde drei Branches, auf denen gearbeitet wird. Das ist der Maintenance-Branch, der Stable-Branch und der Development-Branch. Und die durchleben im Prinzip einen sehr fest definierten Zyklus. Das sieht man auf der linken Seite.
kann man das, ja, man kann das erkennen. Im Grunde ist es so, dass in dem Master Branch, also in dem Branch, in dem die Entwicklung stattfindet, wird zu einem festen Zeitpunkt wird ein Beta-Release veröffentlicht und in der Regel kurz darauf folgend ein Release-Candidate. Die haben dann tatsächlich auch schon einen Feature-Freeze erlebt und 2 Wochen nach der Veröffentlichung des Release-Candidates wird das Release veröffentlicht. Das ist jetzt in diesem Fall die Version 2.8 zu einem fixen Zeitpunkt. Dann ist es so, dass dieses Release bzw. der Status wird dann in den Stable Branch überführt. Und dieser Stable Branch lebt dann für genau 6 Monate. Das heißt, ich habe dann die Gewissheit, dass diese Version, die ich da aktuell nutze, für 6 Monate im Prinzip stabil gehalten wird. Alle 2 Monate gibt es dann innerhalb dieses Branches wieder Minor Releases, also von nach 2 Monaten, also 2.8.0 ist erschienen, nach 2 Monaten wird 2.8.1 released und nach wieder 2 Monaten 2.8.2 und so weiter und so fort. Nach 6 Monaten ist es dann so, dass dieser Stable Branch in den Maintenance Branch überführt wird. Das ist hier angedeutet durch diese graue Kurve, die dann zurückgeht. Da ist auch so, dass innerhalb dieses Branches auch wieder alle 2 Monate ein Release, ein Minor Release stattfindet, also 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5. Und nach wiederum 6 Monaten, also nach im Prinzip einem Jahr, dass diese Version, also die 2, in diesem Fall die 2.8 durchlebt hat, ist dieser Lebenszyklus dieser Version im Prinzip zu Ende. Jetzt ist das hier also ganz nett gekennzeichnet. Also wir haben jetzt diesen Bereich einmal so durchgespielt. Nach 6 Monaten, nämlich nachdem der ursprüngliche Stable Branch in den Maintenance Branch überführt wird, muss ja ein neuer Stable Branch veröffentlicht werden. Das ist hier angedeutet, nämlich die Version 2.9, die dann im Prinzip das Gleiche durchlebt, wie hier angezeigt wird. Und jetzt sieht man auch hier ganz schön, dadurch, dass ich halt immer einen 2-Monats-Release-Zyklus habe, aber an dieser Stelle 2 Stable-Versionen im Prinzip habe, nämlich einmal den Stable-Branch und einmal den Maintenance-Branch, erhalte ich jeden Monat ein neues Release dieser Applikation. Warum zeige ich das überhaupt? Das ist wichtig, weil in der Administration des Geoservers kann ich mich halt im Prinzip genau nach diesem Modell richten und ich habe sehr fixe Zeitpunkte, wo ich weiß, dass ich den Geoserver updaten kann oder updaten muss, je nachdem. Und das kann man sehr schön in so eine, in der Administrationsstruktur kann man das einfach sehr schön einbinden. Und ich weiß ganz genau, okay, in einem Jahr ist wahrscheinlich die Version 2.9x verfügbar. Die aktuellen Versionen, das ist in dieser Abbildung nämlich nicht ganz richtig, die zeigt nur die Struktur. Die aktuelle Maintenance-Version ist 2.9.4, wurde also die erste Version wurde im Mitte 2016 veröffentlicht. Die aktuelle Stable-Version ist 2.10.12 und die aktuelle Development-Version ist 2.11, beziehungsweise Release-Candidate. Und ich hatte gerade gesagt, nach 2 Wochen, nachdem der Release-Candidate veröffentlicht wird, wird üblicherweise auch das entsprechende Release gemacht. Und das ist für heute terminiert. Ich habe gerade vor 5 Minuten mal geguckt, da war es noch nicht veröffentlicht. Vielleicht ist es mittlerweile veröffentlicht, aber im Laufe des Tages wird heute die Version 2.11 veröffentlicht. Die Homepage vom GeoServer habe ich jetzt eigentlich nur eingebaut, um jetzt zu gucken, ob es mittlerweile, nein, es ist leider noch nicht veröffentlicht, ist auch nicht so weiter schlimm. Aber was man hier sieht, ist die Homepage vom GeoServer, auf der man im Prinzip die Downloads finden kann von dem GeoServer selbst, von den Erweiterungen, aber auch die Links zur Dokumentation, zum Blog vom GeoServer etc. pp. Okay, ich habe mir jetzt verschiedene Komponenten vom GeoServer oder verschiedene Bereiche vom GeoServer ausgesucht, über die ich von oder in denen ich die Highlights zeigen möchte. Und ich diese Liste ist auf gar keinen Fall komplett, die ich jetzt zeigen werde von den Feature-Highlights mehr oder weniger. Dafür ist halt im letzten Jahr im Grunde einfach zu viel passiert. Ich zeige im Prinzip diese Liste sehr subjektiv. Das ist die Liste, die ich für sehr interessant finde, weil es auch vor allen Dingen viele Dinge sind, die in unserer Arbeit mit dem GeoServer uns an vielen Stellen geholfen haben oder sehr häufig gewünscht wurden. Und ich fange an mit dem Bereich Styling. Und was komplett überarbeitet wurde im GeoServer in der Version 2.10, ist der Stil-Editor. Also die Maske, die GUI-Elemente vom GeoServer, die mir erlauben, das SLD oder überhaupt den Layer-Stil anzugeben. Diese Oberfläche wurde komplett neu bearbeitet, komplett neu geschrieben. Und bietet Unterstützung für SLD, CSS und YSLD. SLD ist vermutlich klar, CSS und YSLD sind andere Formate, in denen ich GeoServer-Stile schreiben kann. Zu CSS werde ich hier nicht weiter eingehen, zu YSLD werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter kommen.
Und was mittlerweile auch möglich ist, über diese, ich zeige gleich noch Screenshots, ist das Einbinden eigener Legendengrafiken als eins der Highlights an dieser Stelle. So sieht der Stilletor jetzt aus. Wer die vorherige Version kannte, wird das direkt schon erkennen, dass es komplett anders aussieht. Im Grunde gab es, der Stilletor sah zuvor, hatte eigentlich nur diesen Bereich hier unten, also das, die Möglichkeit zum Editieren von SLD bzw. vom Stil. Das wurde aufgetrennt in vier neue Tabs oder vier neue Panelbereiche, in dem ich jetzt die Möglichkeit habe, unter anderem hier, das hatte ich gerade gesagt, eigene Legenden einzubinden, also vorgerenderte Legendengrafiken. Ich habe jetzt die Möglichkeit, direkt beim Anlegen eines Stils zu sagen, okay, an welchen Layer will ich diesen Stil überhaupt anbinden. Das war vorher auch etwas natürlich möglich, aber etwas mühseliger. Ich habe eine sauber funktionierende Vorschau der Legende auf der einen Seite, die mir anhand des SLDs oder des Stils vom Geo-Server gerendert wird. Und ich habe auch direkt eine interaktive Vorschau des Layers mit diesem assoziierten Stil. Und ich sehe auch, dass ein sehr, sehr, sehr häufig gewünschtes Feature war an der Stelle, dass ich auch sehe an der Stelle, wo ich den Stil schreibe, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, also welche Attribute hat mein zugrunde liegender Layer, welche Wertebereiche hat ein bestimmtes Attribut, dass ich meinen SLD-Filter, wenn ich einen haben möchte oder eine Rule angeben möchte, direkt an der Stelle die Möglichkeit habe, das auch miteinander zu kombinieren. Das ist ziemlich cool. Ich hatte es gerade schon erwähnt, YSLD ist ein Format, mit dem ich Layer-Stile angeben kann im Geo-Server. Sehr eng gekoppelt an das YAML-Format. Und dieses Format gibt es eigentlich schon seit mehreren Jahren im Geo-Server, ist aber jetzt seit Version 2 oder wird jetzt ab Version 2.11 eine offizielle Erweiterung vom Geo-Server. Das heißt, wird im Prinzip auch durch die Geo-Server-Community gepflegt und gewartet. Das ist bei einem Community-Modul an der Stelle nicht unbedingt der Fall. Da ist es halt im Prinzip gewartet von der, also von der Person, die dieses Community-Modul bereitgestellt hat. Der Unterschied zur SLD ist eigentlich, dass die Syntax der Stilaussprache oder Stilauszeichnung deutlich einfacher ist und deutlich kompakter ist als bei SLD. Bei SLD hat man, weil es ein XML-Dialekt ist, sehr viel Overhead. Der fällt im Grunde bei dem YSLD komplett weg. Und eine sehr, sehr schöne Sache an der YSLD, das muss man auch für die CSS-Auszeichnung natürlich an der Stelle sagen, das will ich gar nicht verneinen, ist, dass ich meine Stile deutlich strukturierter schreiben kann, unter anderem auch durch die Verwendung von Variablen innerhalb des YSLDs, was ich bei SLD so nicht kann. Und wenn man sich fragt, okay, da müsste ich ja, oder wenn man jetzt vielleicht vor der Idee steht, sich das genauer anguckt, wie dieses YSLD funktioniert, dann denkt man vielleicht, okay, ich habe aber jetzt meine ganzen Stile schon in SLD geschrieben, die möchte ich gar nicht neu machen, aber da das, also YSLD ist SLD-kompatibel und es gibt auch Konvertierungsmethoden, um SLD in YSLD zu konvertieren. YSLD sieht so aus. Also man sieht schon direkt sehr an YAML, also sehr, sehr, sehr nah an YAML dran. Es gibt im oberen Bereich einen Header-Block. Innerhalb des Header-Block gibt es Feature-Styles. Das sind die einzelnen Zeichenebenen, die ich innerhalb meines Stils angebe, also sowas wie interne Layer innerhalb eines Geo-Server-Layers. Davon kann es mehrere geben und ein Feature-Style hat in der Regel oder sollte mindestens eine Rule haben, in der dann Filter angegeben können, optional, die jetzt hier nicht auftauchen in dem Beispiel. Und zu guter Letzt Symbolizer, man merkt schon, die Namen, die jetzt hier auftauchen, sind sehr, sehr nah am SLD auch dran, habe ich die Möglichkeit, ein Polygon-Symbolizer in diesem Fall zu deklarieren, mit einer Fill-Color, einer Straw-Color und entsprechend einer Opazität. Und man sieht schon an dieser Stelle, das ist jetzt ein voll funktionales YSLD, natürlich recht langweilig, es färbt einfach nur alle Polygone grau mit schwarzer Umrandung, aber deutlich, deutlich kompakter und besser lesbar, finde ich, als ein SLD. Möglicherweise nicht, haut einen nicht so richtig vom Hocker, aber was auch möglich ist jetzt in der Version 2.11, ist das Unterstreichen von Labels im Stil, was ist im SLD nämlich so gar nicht vorgesehen ist im Standard, aber der Geo-Server bietet jetzt halt eine Wenderoption. Hier unten ist hier angezeigt als Beispiel, Underline Text, um halt Labels zu unterstreichen. WMS. Das nächste Kapitel, was ich angehen möchte. Was hat sich da getan? Ein
Eine sehr coole Funktion ist das dynamische Bildformat JPEG PNG. Auf dem linken Bild sieht man eigentlich ganz gut, was die Idee von diesem Bildformat ist oder von diesem Ausgabeformat eines WMS. Es entscheidet dynamisch anhand der Kacheln, die angefordert werden, ist der Output entweder PNG oder JPEG. Das sieht man jetzt hier ganz schön und entscheidet es anhand daran, ob eine Bildkachel voll opak ist oder nicht. In diesem Fall ist sie nämlich voll opak und hier auch, dann wird das JPEG-Format ausgegeben und an Bereichen, wo es halt nicht voll opak ist, wird das PNG-Format ausgegeben. Was hat das für einen Vorteil? JPEG ist deutlich, deutlich schneller zu encodieren, hat geringere Dateigrößen und bietet mir dementsprechend den Vorteil, dass diese Kacheln einfach sehr, sehr schnell und mit einem kleinen, mit geringer Bandbreite ausgeliefert werden, haben aber den Nachteil, dass sie eben keine Transparenz unterstützen. Und in diesem Fall wird das PNG-Format benutzt, was einen Alpha-Kanal hat, in dem ich auch transparente Dinge eingeben kann. Eine Erweiterung, die möglicherweise auch schon benutzt wurde von Ihnen, ist die Vektortiles-Erweiterung, die Möglichkeit im GeoServer Vektortiles, also Vektorkacheln, im Gegensatz zu Rasterkacheln auszugeben. Diese Erweiterung gibt es auch schon etwas länger, also knapp anderthalb Jahren, aber ist jetzt in der Version 2.11 eine offizielle Erweiterung. Was ist, nur ganz kurz, was eine Vektortile ist? Man hat jetzt hier auf der linken Seite, sieht man einen klassischen, also einen gekachelten Kartendienst. Und auf der rechten Seite sieht man das gleich in Vektorkacheln. Das heißt, die zugrunde liegenden Daten, die dieses Rasterbild ausmachen, werden an den Client geliefert. Das sieht man hier ein bisschen besser, wenn man sich eine Kachel im Detail anguckt, dass die Stützpunkte, die Linien und so weiter und so fort entsprechend an den Client geliefert werden. Das hat sehr, 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 sehr viele Vorteile. Das Client-Rendern findet nämlich dann in dieser Stelle, ähnlich wie bei dem WFS, im Client statt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, im Client interaktives Styling vorzunehmen. Und ich habe vor allen Dingen keine doppelte, also wenn ich die Stile halt im Prinzip nachbilden möchte vom Geo-Server, brauche ich das nicht, weil ich habe sie nur an einer Stelle, nämlich im Client. Die Datenmenge sind in aller Regel kleiner als bei Rasterkacheln. Sie müssen nur einmal im GWC abgelegt werden. Man hat natürlich dadurch auch ein viel schöneres Gefühl beim Arbeiten im Client mit diesen Karten, weil das Zoomen zum Beispiel viel smoother vonstatten geht. Der Nachteil ist aber, dass eine gewisse Vorprozessierung notwendig ist, ähnlich wie das bei Rasterdaten auch ist, die ich mit dem GeoServer veröffentlichen möchte. Es gibt der GeoServer unterstützt jetzt drei Ausgabeformate von den Vektorteils, nämlich GeoJSON, TopoJSON und das MapBox-Vektorformat. GeoJSON und TopoJSON sind beides menschenlesbare Formate. Das MapBox-Vektorformat ist ein Binärformat, ist aber im Prinzip von allen drei Formaten das zu empfehlende Format, weil es am kleinsten ist und auch von den üblichen oder von den altbekannten Client-Map-Bibliotheken sehr, sehr gut gelesen werden kann, OpenLayers. Das ist jetzt relativ einfach. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch die Legendengrafik ein bisschen im Layout einfach anzupassen. Es gibt endlich eine WMTS-Service-Administrationsoberfläche, ähnlich wie es auch schon vorher für ein WMS und WFS gab. Im Bereich der Security gibt es jetzt, das ist auch sehr cool, einen LDAP-Benutzergruppendienst. Das heißt, ich habe jetzt im GeoServer die Möglichkeit, nicht nur mich gegen meines LDAPs zu authentifizieren, sondern ich habe auch die Möglichkeit, Nutzer aus meinem LDAP direkt in den GeoServer zu überführen und dort im Prinzip Kopien davon zu haben. Eine wichtige Sache ist, es gab in den Versionen 291 und 2.10 Beta gab es eine Sicherheitslücke, die das Ausführen von oder das Auslesen beliebiger Dateien auf dem Dateisystem ermöglichte. Wurde gefixt in Version 292 bzw. 2.10. Ich zeige das hier aus dem Grund, wenn Sie irgendwo eine GeoServer-Instanz installiert haben, in diesen Versionen sollten Sie auf jeden Fall spätestens nach diesem Vortrag diese Version updaten. Das Backup and Restore ist ein neues Community-Plugin, mit dem ich sehr, sehr einfach die bestehende Konfiguration vom GeoServer backuppen kann und wieder einladen kann. Ein riesengroßer Vorteil darüber, an diesem Modul ist, dass es über eine GUI verfügt, als auch über eine REST-API. Und die Kommunikation bzw. die Konfiguration kann parametrisiert werden. Das heißt, ich habe da auch die Möglichkeit, von außen Variablen reinzugeben, zum Beispiel für Passwörter auf verschiedenen Systemen, aber bei einer gleichen Konfiguration.
Weiter wurde an der Optimierung des Leseprozesses der Konfiguration gearbeitet. Wenn Sie schon mal einen Geo-Server mit sehr, sehr vielen Datenspeichern und sehr, sehr vielen Layern benutzt haben, wissen Sie, dass der Startup-Prozess extrem lange dauern kann. Das wurde in der Version 2.11 wurde das jetzt gelöst durch ein Parallelisieren des Einladeprozesses. Und man sieht hier auf dieser Tabelle auch die im Prinzip die entsprechenden Optimierungen, die hier vorgetrieben oder eingeführt wurden, von 428 auf 68 Sekunden, was schon extrem cool ist. Das sind jetzt noch ein paar Bugfixes, einfach nur eine Auswahl. Ich möchte eigentlich noch lieber, also noch darauf 10 Sekunden mehr drauf verbringen. Was passiert jetzt gerade oder was ist der Ausblick, was passiert im Geo-Server? Nächste Woche wird in Italien ein Codesprint stattfinden, der verschiedene Ziele hat. Und die Hauptziele sind das Update der Side-Tools. Das sind die offiziellen OGC-Tools zum Testen von OGC-Services. Da ist der Geo-Server aktuell noch ein bisschen daher, was die aktuelle Version angeht. Und bestimmte Services, WFS 2.0 zum Beispiel, werden da nicht vollumfänglich getestet. Das soll sich nach diesem Kurz beendet haben. Die REST-API soll umgezogen werden von RESTlet auf Spring MVC und der allgemeine Austausch bzw. allgemeine Upgrade von Bibliotheken soll angegangen werden nächste Woche. Ja, was bleibt mir zu sagen? Geo-Server ist ein fantastisches Produkt. Und auch die Community dahinter ist wunderbar, bei der möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken. Und bin dann fertig und freue mich, oder danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Danke. Danke, Daniel. Sehr interessanter Vortrag. Immer wieder erstaunlich, was sich so alles tut im Geo-Server-Projekt. Hier war schon die erste Meldung. Ja, ich habe dieses YSLD das erste Mal gesehen und das sieht ja aus wie Kato CSS. Also und dazu auch meine Frage, wie kompatibel ist denn das zu Kato CSS? Also die CSS-Extension ist eine weitere Möglichkeit, Stile zu definieren. Inwieweit die miteinander kompatibel sind, insbesondere, also das Mischen wird vermutlich nicht möglich sein, also von Kato CSS bzw. YSLD. Und ob es da irgendwelche automatischen Konvertierungsmethoden gibt, weiß ich an der Stelle jetzt auch nicht. Ja, genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Gibt es ein Skript oder sowas, um das zu konvertieren? Also sagen wir mal ein OpenStreetMap-Stil oder sowas wird sich da ja aufdrängen. Ich gehe mal von aus, dass es sowas gibt, aber ich weiß es an der Stelle nicht. Okay, muss ich selber mal suchen. Okay. Danke. Hier vorne ist noch eine Frage. Kleinen Moment, Sie brauchen das Mikrofon, dass es auf dem Band ist. Eine Frage zu SLDs mit einer Interpolate-Function. Also bisher konnte man da keine Legend-Graphic draus erstellen, also konnte die Geo-Server das nicht. Hat sich da was geändert? Oder? Was eine Möglichkeit wäre, mit dem YSLD ist es möglich, das habe ich jetzt hier so im Detail nicht gezeigt, statt einfach ein Key-Value-Pärchen in diesem YSLD ist es auch möglich, als Value im Prinzip eine Funktion anzugeben. Und da ist es auch möglich, eigene Funktionen zu implementieren bzw. anzugeben. Mhm. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, eigene Funktionen im Prinzip zu schreiben, die dann gegebenenfalls die Dinge tun, die man von dieser Interpolate-Methode oder die vielleicht mit dieser Interpolate-Methode nicht gemacht hat. Nein, das Problem war, dass das keine von der Get-Legend-Graphic kriegt man da kein Bild. Also bei einer Interpolate-Function. Ach so. Also diese Legende an sich, ja, okay. Meine ich. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich müsste mal ausprobieren, ob das dann in dem Fall dazu einem Ergebnis führt. Aber vermutlich gibt es gute Gründe, weshalb. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, weiß ich gerade. Ich habe auch eine Frage zu den Legenden und zwar ist es denn möglich, für einen Layer mehrere Legenden auszuliefern, beispielsweise wenn ich eine maßstabsabhängige Darstellung habe? Die dann umspringt ab einem gewissen Maßstab. Das macht der Geo-Server. Ja, also ich habe die Möglichkeit, an den GetLegend-Graphic-Parameter einen Scale-Parameter anzuhängen und der wird dann entsprechend analysiert und auf Basis der Rules bzw. der Scale-Denominators, die ich angegeben habe, im Stil wird dann auch nur die entsprechende Legende ausgegeben bzw. die Klassen ausgegeben, die innerhalb dieses Scales sind. Und das funktioniert komplett serverseitig, also muss ich nicht im Client nochmal extra... Das Einzige, was der Client machen muss, ist im Prinzip diesen Scale-Parameter in Abhängigkeit des aktuellen Maßstabs der Applikation mit runterschicken. Aber sonst ist das komplett serverseitig möglich, ja.
Das geht auch schon mit vorherigen Versionen. Okay, danke.